So, ihr Lieben, wir spielen Terra. Wie versprochen, direkt in-game ins Spiel hinein. Ich bewege mich gerade raus aus einer kleinen Ortschaft, oder besser gesagt aus Holzhausen. Ja, Holzhausen tatsächlich hört sich ein bisschen deutsch an, obwohl die Namen sonst eigentlich relativ einfallsreich sind. Gut, haben wir halt auch eine deutsche Kolonie. So, wir bewegen uns jetzt mal raus. Raus, weiter, raus. Okay. Mal runter von unserem Pferd. Es sind hier gerade einige Gegner, die ich überhaupt gar nicht mag. Nur renne ich ja auch ein bisschen wirr umher, muss ich dazu sagen. So. Also wie ihr seht, die Grafik ist relativ schön. Bewegen tun wir unser Figürchen natürlich ganz normal über die WASD-Tasten. Rechts, links, vor und zurück. Vor und zurück natürlich mit W und S, wobei ihr die Figur selbst mit der Maus in die richtige Richtung lenken könnt. Also quasi die Kamerabewegung mit der Maus vollzieht. Macht sich gut, ist schöner, ist bequemer. Und man hat gleichzeitig die Figur immer in der Blickrichtung, wie man sie auch dreht. So. Wir greifen uns mal gleich den ersten Gegner. Die Geräusche sind extrem laut, wenn der Gegner in die Nähe kommt. Deshalb weiß ich jetzt auch momentan nicht, wie die Aufnahme wird. Müssen wir mal schauen, ob es einigermaßen ausgewogen ist. Bei jedem Gegner, den ihr erledigt, droppt natürlich in der Regel auch irgendein Item für euch auf. Was bei diesen kleinen Monstern jetzt natürlich nicht der Fall ist. Schade. Enttäuschend. Aber hier haben wir schon Gegner, die sind etwas anspruchsvoller. Das gelbe Licht, was uns da entgegenfliegt, ist der EP-Schub, den man immer bekommt. Wenn man sich so einen Gegner in das Fahnenkreuz holt, kann man sehen, wie weit ist der noch weg und welche Stufe solltet ihr haben, um ihn einigermaßen elegant und bequem erlegen zu können. Wir sind 22, er ist 15 oder sie oder es. Also gehen wir auch mal direkt ran, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen. Hier haben wir einen Drop. Und zwar eine Bombe. Es steht immer drüber über dem kleinen Kästchen. Macht natürlich Sinn und macht natürlich Spaß, viele Gegner zu erledigen, um viele Drops zu bekommen und sich dementsprechend weiterentwickeln zu können oder besser gesagt seine Figur weiterentwickeln zu können. In der Regel sind die umzäunten Zonen, wo es auch Menschen zu finden gibt, Ruhezonen. Haben wir hier jetzt gerade mal nicht den Fall. Sind dann auch mal eben ganz locker an den Gegnern vorbeigerannt, weil viele greifen sofort an, sobald ihr in die Sichtweite von ihnen kommt. Was nicht immer sehr bequem ist. Wir greifen nochmal ein bisschen an, einfach mal zu sehen, weil ich euch nochmal zeigen will, was alles droppbar ist.
sehe mir gerade mal noch andere Mitspieler, die auf dem Server unterwegs sind. Denen sollte man ihre Kämpfe ruhig immer lassen. Weil die natürlich dieselben Ziele verfolgen wie wir und ruhig ihre faire Belohnung bekommen sollen. Die Drops bleiben übrigens auch liegen für euch. Also erledigt erstmal in Ruhe eure Gegner und sammelt dann euer Zeug auf. So. Ich bewege mich mal sicherheitshalber mal raus aus der Zone. Was nicht immer einfach ist. Gehe hier jetzt mal an eine Stelle, wo ich euch mal meine Figur etwas nahe bringen möchte. Wie ihr seht, eine hübsche blonde Dame, die man auch nach Belieben heran- oder wegscrollen kann. Es macht natürlich Spaß, mit Figuren zu spielen, die hübsch und detailliert sind, die frei am Beginn einstellbar sind. Und wenn es Ladies sind, die ein bisschen Haut zeigen, habe ich persönlich gar nichts dagegen. Eher im Gegenteil, dann macht es noch viel mehr Spaß. Und nicht immer nur Männer müssen die großen Helden sein. So. Wir steigen nochmal auf unser Pferd. Und düsen jetzt mal in so eine Zone rein, wo ich vorhin sagte, dass es Ruhezonen sind. Und zwar hier. Hier haben wir verschiedene Charaktere immer rumzustehen. Nicht immer und überall dieselben. Die Symbole über den Köpfen zeigen erledigte Quests oder erledigte Teilquests an. Das heißt, hier müsst ihr auch interagieren, um Belohnungen zu bekommen. Oder Questsfortschritte aufzurufen. Braucht ihr Hilfe? So, haben wir ein bisschen was eingesackt. Gucken wir uns auch gleich mal an. Im Inventar seht ihr alles fein geordnet. Ich bin ein bisschen überfüllt. Heißt, müsst ihr jetzt auch demnächst einen Händler aufsuchen, um einigen Kram loszuwerden. Mache ich jetzt aber nicht. Zeige euch indes die Minimap nochmal, die so rechts von meinem Cursor zu sehen ist. Die Transparenz kann man natürlich noch einstellen. Ich finde es persönlich am besten, wenn es volltransparent ist. Man sieht also nur die Wege. Die blauen Flächen und Felder, die markiert sind, zeigen euch Bereiche an, in denen Quests zu erledigen sind oder zum Teil zu erledigen sind. Wie ihr seht, ist dort auch eine Zahl. Steht zum Beispiel jetzt eine 2 direkt vor mir. Und rechts im Questlog seht ihr auch Quest 2, was dort zu erledigen ist. Könnt ihr direkt nachlesen. So seid ihr immer im Bilde, welche Quest wo auf der Karte absolvierbar ist, welche ihr als nächstes machen wollt und dergleichen, ja. Oben das kleine Miniradar ist süß, aber für mich selbst unbrauchbar. Also wenn ich Gegner sehen möchte, sehe ich sie auch auf der Karte. Da brauche ich nicht oben in den komischen Radar dazu glotzen. Ab und zu findet ihr noch Items von euch selbst, die ihr liegen lassen habt. Oder es wird euch angezeigt, dass ihr nicht berechtigt seid, diese aufzusammeln. Dann
sind es welche, die von anderen liegen gelassen wurden. Hier haben wir mal einen bösen Zeitgenossen. Stufe 17, aber trotzdem äußerst unbequem. Daher auch immer keine. Da er auch immer kleine Biester im Anhang mit sich rumschleppt, die durchaus ziemlich giftig werden können. So, hier habe ich jetzt mal die kleinste Einstellung gewählt, also den Kamerazoom etwas entfernt. Das heißt, ihr habt hier einen viel größeren, noch besseren Überblick. Für mich aber ein bisschen zu klein. Ein bisschen will ich meine Madame auch noch sehen. Ich halte es immer so, dass man gerade so groß zoomt, dass man sein Zielkreuz noch außerhalb von eurem Charakter hat. Das heißt, dass man noch in Ruhe und anständig die Gegner anzoomen kann. Weil wenn ihr zu groß werdet, lauft ihr quasi vor eurem Zielkreuz und ja, ist einfach mal nicht so komfortabel dann mit den Gegnern. Willkommen in Holzhausen, Leute. Hier ist auch ein bisschen mehr los. Hier seht ihr in der Regel auch die meisten Charaktere rumstehen. Hier könnt ihr in der Regel auch euren Kram verkaufen oder euch Kram kaufen. Nehmt es als Ruhezone, um euch eure Quests nochmal anzugucken, um zu entscheiden, wo ihr als nächstes hin wollt. Ich mache jetzt hier auch erstmal Feierabend. Gehe dann ein bisschen mehr ins Detail, was das Interface und auch die Interaktionen betreffen, im nächsten Video. Hoffe, dass ich euch erstmal einen ganz kurzen Einblick gegeben habe, wie es läuft, wie das Kampfsystem läuft und ob das Spiel überhaupt was für euch ist. Und verabschiede mich damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.